Ja, hart durchgezogen, diese Vorhand von Gazzina. Aber dann die Attacke, das Mini-Break gegen den Aufschlag. 1:1. Ein erstes Zeichen hier in diesem Satz gesetzt. Wieder variabel attackiert, mit dem Punkt belohnt, 2:2. Schauen Sie da, der Kroate hat den Angriff auf seiner Vorhandseite erwartet. Aber Gazzina jetzt sehr sicher geworden. Auch der war zu gut für ihn. Zu viel Unterschnitt. Den wieder mit leichtem Seitschnitt. Da hat er den Belag gedreht und der Kroate hat sich verrechnet. Aber er schafft wieder den Ausgleich. Schön variiert, diesmal nicht auf die lange Vorhand. Dieser Schupfball, sondern auf die Rückhand und haben Sie es gesehen, nicht mit dem roten Belag, sondern mit den Doppeln innen, da war viel Unterschnitt drin. Das sind so die kleinen Störmanöver. Dann hat er stark retourniert hier, Gazzina. Das war knapp. Der von der Netzkante versprang. Und wieder der direkte Aufschlagpunkt. Vielleicht jetzt wieder so einen kleinen Nadelstich setzen. Wieder eine Variation, auf die er vielleicht nicht gefasst ist. Und er zeigt auch mal eine Schwäche, Gazzina. Diese Bälle hat er zuletzt verwandelt. Der Ball stand gut für ihn, aber er hat ihn verschlagen. Und jetzt rufen Filos 7:6. Vielleicht ein bisschen zu viel Risiko in dieser Phase. Sei es drum, auch das macht ihn ja so stark. Perfekter Block. Schauen Sie sich das an. Guter Topspin, aber der Reflex von Gazzina noch besser. Jetzt wieder der Kroate mit einem Punkt in Front. Aber diesmal dieser gestochene Rückhandschupf auf die Vorhand platziert und zu spät kommt der Kroate dann an den Ball.
8:8. Hochspannung pur hier. Welch ein Achtelfinale. Sensationell, aber ich sag's bereit, ein toller Athlet, dieser André Gassina. Aber diesmal verschlägt er. Da war viel Sidespin drin. Der dritte sich nach außen weg. Und 9:9. Die große Chance jetzt mit eigenem Aufschlag. Und da hatte der Kroate ja zuletzt so ein paar Schwächen gezeigt. Ein paar direkte Fehler. Und Auszeit. Der nächste Punkt erzwingt entweder Satz oder Matchball. Er geht in die Defensive. Und er erzwingt den Fehler. Die deutsche Ballwand, Ruben Filus. Der dritte Matchball für ihn. Und noch einmal Aufschlag. Und noch einmal die freie Wahl. Die große Auswahl, wenn man so will. Diesmal der Aufschlag. Noppen innen. Und dann vielleicht die Attacke. Nein, Defensive. Und erfolgreich, er hat es geschafft, Ruben Filus, die Sensation. Er liegt auf den Knien, aber die Halle liegt ihm zu Füßen. 4:2. Welch eine Dramatik, welch ein Spiel. Nicht nur Timo Boll, nein, auch Ruben Filus steht hier im Viertelfinale, hat die Chance, eine Medaille zu gewinnen, und die hat er sich wahrlich verdient. Eine grandiose Vorstellung hier bei seiner ersten Europameisterschaft, der 21-Jährige. Und was hat er hier vollbracht? Sensationell. Er hat Peter Korbi besiegt, die Nummer 43 der Welt. Er hat Lukian Bastian, den Polen, besiegt, die Nummer 56 der Welt. Und jetzt die Nummer 70. Und er steht auf Nummer 182. Er ist hier über sich hinausgewachsen. Ganz klar. Im Viertelfinale hatte man vielleicht erwartet, ein Ovtcharov, ein Süß. Ein Baum, ein Steger, aber sicherlich nicht Ruben Filus.